Oh ja, du stehst da genau richtig. Genau, lasst euch abballern. Da kommt ein bisschen zurück. So. Ach je. Das sind jetzt ein paar viele aber mal wieder. Aber sie bewachen den Schalter zum Defense-Ding. Du störst mich da. Boah, dass mich davon nichts trifft. Ich hätte nichts sagen sollen. So. Jetzt werde ich gleich wieder getroffen, wollte ich gerade sagen. Und dann werde ich auch schon wieder getroffen. Aber das ging eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. So, Red Bridge restored. Finde ich auch gut, dass die rote Brücke wiederhergestellt wurde. Und das ist gar nicht die rote Brücke. Die rote Brücke war die da unten. Genau, Mana einsammeln und yay, rote Brücke. Das heißt Geld. So ein Erzding. Ach, und das hier ist einfach nur ein Durchgang, okay. Schade. Gut, das heißt, wir kommen nur noch hier drüben weiter. Entweder hier. Oder ich gucke erstmal hier oben lang. Und wir müssen endlich die Pumpe finden, um das Wasser abzulassen. Mein Dogcoin. Au. Na, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Aber hier oben ist eine Orange. Sehr viel Vitamin C. Und Lebenspunkte für uns. Hier will ich rein. I was supposed to go to the temple and help John find the replacement level for the pump controller. But there's no way I'm leaving with all the creeps around. I hope John is... Oder John is safe. Ah ja. So, hier dashen wir erstmal durch und verpissen uns. Und locken gleich mal... Ah ja, da ist die Pump Station. Sterbt einfach, ich brauche den Bonus, genau. Und ein Apfel, sehr schön. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller und risikoreicher. Indem ich einfach etwas mehr vorpresche und wahrscheinlich ein bisschen mehr einstecken muss. Aber bewegliches Ziel trifft man angeblich schlechter. Jedenfalls mit Fernkampfwaffen. Außerdem liegt hier unten noch Äpfel rum. Also 20 HP zurück. So. So. Erst der Kriecher weg, der nervt. Dann das Kleinvieh weg. Wow. Das hat mich jetzt leider gut getroffen. So, und Combo. So. Hier Save Point. Da drüben geht's wohl weiter irgendwo. Hier ist wieder ein Fledermaus-Spawner. Der allerdings nicht der Rede wert war. Gut. Also ja, gegen die Fledermäuse kommen wir zum Glück sehr gut an mittlerweile.
Da oben ist noch ein Kriecher und eine Larvenspawner. Das ist die Pump Station. Ja, hierfür werde ich den Lever brauchen, also den Schalter. Von dem der andere gerade gesprochen hat. So, dashen wir einfach mal durch. Das war zu viel des Guten. So. Da hinten sind Äpfel, die sollte ich mir sofort so schnell wie möglich holen gehen. Genau, ich muss nur vorsichtig sein, ob nicht Beetles hier im Gras sind. Und so ein Kamerad. Ah, da ist noch einer. So. Gut, ich halte mich gerade wieder etwas besser. Die Wände sind in Ordnung. Oh nein. Oh Gott. Was bist du für ein Vieh? Du spawnst. Kleine Larven. Okay, da kannst du gut stehen bleiben. Dort triffst du mich nämlich nicht. Eine Vendor-Coin und noch mehr Damage. Jawohl, jetzt mache ich 16 Schaden. Hier ist ein Schaden mehr. Ist immerhin etwas. Einmal getroffen und zwar von dem Kerl hier oben. Ja, die stehen alle genau richtig, dass ich sie einfach weghauen kann. Und das hier ist der kaputte Fledermaus-Spawner. Okay. So, Spawner ist weg. Jetzt muss das Viehzeug weg. So. Oh, und mir fällt gerade auf, ich habe hier einen Runenschlüssel. Also könnte ich theoretisch mal zum Portal zurück und endlich mal wieder Geld ausgeben gehen. So, Greenbridge restored. Greenbridge war die da drüben. Aber ich will jetzt erstmal zum Portal. Also ja, das hier war die Greenbridge. Bluebridge wäre auch mal nicht schlecht. So, jetzt erstmal zum Portal zurück. Dumm, die dumm. Also ja, Bluebridge wäre die... Ach nee, das ist auch eine grüne Brücke gewesen. Okay. Sehr schön. Eine Armor mehr. So. Dann legen wir mal bei dir was rein. Gut. Shield. Blocks most incoming projects within a 120 Arc. Das hätte ich gerne. Bei dir kann ich ja nichts mehr kaufen, gell? Nein. Dann kaufe ich bei dir auf jeden Fall mal Health Pool Upgrade. So. Mehr Health ist immer gut. Und wie viel Geld habe ich? Habe ich noch genug, um mir... Ja, Combo Healing leisten zu können. Sehr schön. Na, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder runter. Und dann gehen wir drüben über die Brücke. Weil jetzt habe ich auch nicht mehr genug Geld, um mich mal hochzuheilen. Aber ich denke mal, das dürfte auch so gehen. Da ist eh noch ein Safe Point, den wir benutzen können, bevor wir über die Brücke gehen. So.
da oben war so ein Stachelvieh. Da unten sind jede Menge Fledermäuse. Und da ist ein großes Stachelvieh. Okay. So, das war so ein großes Stachelvieh. Jawohl, Heilung. Sehr schön. Noch mehr Heilung. Okay, die Seite kennen wir ja. Schalter umlegen. Tolles Secret übrigens. Gut, hier ist ein Erz für uns. Ah, sehr gut. Und hier wäre der Weg weiter nach unten. Ach nee, da ist ein Nervevieh dabei. So, einfach weg mit dir. So, noch mehr Vitality. So. Dann aktivieren wir einfach mal den Combo. Kaum haben wir Combo und Shit verbessert, ist das alles gar nicht mehr so anstrengend. So, scheuchen wir hier mal alles auf und töten alles auf einmal. Also ja, wenn man die Combo richtig skillt, ist die echt mächtig. Hey Jungs. So. Story vom Addon ist ja angeblich, dass der Todesgott oder der ehemalige Sonnenwächter besser gesagt zurückgekehrt ist und saumäßig böse geworden ist. Und ja, das hier ist wieder so ein Glücksspielding. Räumen wir erstmal hier alles aus dem Weg. So, und dann gucken wir mal, was rauskommt dabei. Wieder ein Level, ein Leben und ein Heiltrank. So. Nicht viel, aber etwas. Okay, dann bleibt es wirklich nur noch der Weg nach unten in den untersten Teil der Höhle. So, ja, mal durchdashen. So, euch wegräumen. Da hochlassen. So, jetzt haben wir einfache Verbindungen, um nach oben und unten zu kommen. Schon mal gut. Cave Level 1. Also wir sind ja jetzt die ganze Zeit runtergegangen. In Hammerwatch sind wir, glaube ich, jedes Mal hochgegangen. Oh, da ist schon wieder so einer. Naja, komm her.